So Leute, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und mal wieder aus dieser Location hier, wo ihr es gesehen habt schon, dass ich bei der Tuning World am Bodensee in Friedrichshafen hier bin und habe jetzt gerade ein anderes Video abgedreht, das habt ihr dann wahrscheinlich schon gesehen. Jetzt machen wir hier noch ein kleines Video und jetzt geht es nämlich darum, ich habe noch mal ein paar News rausgesucht, so viel gelesen während des Fluges und dementsprechend, ich habe dazu noch gar kein Thema oder Video gemacht, das Ganze noch nicht behandelt, was ich aber eigentlich schon immer irgendwie im Kopf hatte, aber es plätscherte halt so vor sich hin, dieses Thema. Und es geht um diese E-Scooter, also E-Roller oder wie man die Teile auch ganz genau nennt. Das sind halt so kleine Tretroller, wo man halt draufsteht, mit einem Fuß ein bisschen Schwung gibt, dann gibt man Gas und kann damit fahren und bremsen. Und da ist der Herr Andreas Scheuer relativ aktiv, sage ich mal dazu, und will hingehen und die Teile in Deutschland auch zulassen. Und das finde ich gut, sage ich ganz ehrlich. Ich bin da jetzt nicht ein Feind von dieser Art der neuen Mobilität. Es sind elektroangetriebene Roller. Finde ich jetzt ganz interessant. Ist mal was ganz Neues, finde ich ganz cool. Ich habe auch, kennt der eine oder andere aus meinem Hauptkanal 83 MeToo, auch so ein... ich weiß nicht mehr, wie diese Boards heißen. Da steht man halt hier und hier mit dem Fuß drauf, so wie ein Skateboard quasi quer und kann dann damit durch die Körperbewegung fahren. So, und die Teile waren dann nach einer Zeit lang leider in Verruf geraten, weil dann ein paar abgebrannt sind auf der Welt. Von ein paar Millionen waren es ein paar. Meins ist nicht abgebrannt, das fährt noch. Und theoretisch dürfte ich damit aber noch nicht mal auf der offenen Straße fahren, weil die Dinger keine Zulassung haben. Und das ist genau die Überleitung jetzt zu diesem E-Roller. Also, wir versuchen jetzt mal, das Ganze irgendwie anders aufzuziehen. Ich versuche immer so ein bisschen neue Methoden der Darstellung und Ausdrücke oder Ausdrucksweise oder wie man es nennen mag, worauf ich hinaus möchte. Die ganze Entwicklung in Deutschland geht mittlerweile dahin, dass es so aussieht, dass wir in Städten nicht mehr Auto fahren sollen. Ich denke, das kann man eigentlich so sagen. Siehe Stuttgart. Mit Euro 5 inklusive, ne, muss man wirklich dazu sagen. Euro 5 Diesel, die dann nicht mehr fahren dürfen. So, und dementsprechend muss man doch irgendwie mal ein Konzept entwickeln und Ideen entwickeln, wie man sich in diesen Städten fortbewegt. Und da ist doch so ein E-Roller meines Erachtens eigentlich eine coole Idee. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, die Dinger fahren teilweise 20, 30, auch mehr km/h, kann ich damit mir vorstellen, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, so 2, 3, 4 Kilometer, kann man damit mal fahren. Wenn das Wetter passt, ist das eine legitime Möglichkeit. Oder auch, man sagt es ja so, die letzte Meile der Fortbewegung stellt das ja dann auch dar, dass man so in den letzten 1, 2 Kilometer sich einfach damit fortbewegt. Absolut legitim. In Deutschland ist es aber nicht so einfach, dass so ein neues Kfz ist es jetzt eigentlich nicht, Kraftfahrzeug, nee, sondern ein irgendwas Fortbewegungsmittel einfach so auf der deutschen Straße fährt oder auch auf dem Bürgersteig. Das ist nämlich ein ganz heikles Thema, wie ich jetzt gelernt habe. So sieht es nämlich aktuell aus, dass diese E-Scooter noch keine Zulassung in Deutschland haben. Da gibt es verschiedene Sachen, die da eine Rolle spielen. Da müsste hinten ein kleines Stickerchen drauf, ein Aufkleber, der quasi ein Kennzeichen darstellt. So wie das beim Mofa oder beim Roller 50 Kubik, 25 Kubik auch der Fall ist. Das heißt, das Teil muss versichert sein. Da stelle ich schon mal direkt die Frage, ist das notwendig? Weil wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, habe ich keine extra Fahrradversicherung. Ich glaube, soweit ich denn, schreibt es in die Kommentare, bin ich über meine Haftpflichtversicherung versichert. Warum ist das denn hier nicht so? Warum kann man das denn nicht irgendwie kombinieren? Stelle ich mal direkt in die Runde die Frage. Warum brauche ich denn dafür extra so einen Aufwand und muss da noch eine Zulassung für machen? Also quasi so ein Kennzeichen. Und das muss ich übrigens nebenbei, wenn das gleiche sein wird wie beim Roller, also Mofa, Roller, wie man das bei uns nennt, dann muss ich das jedes Jahr wieder erneuern und jedes Jahr auch wieder ein neues Kennzeichen besorgen, auch wieder mit Aufwand verbunden. Und jetzt sieht es nämlich so aus, die geplante Freigabe ab 12 Jahren, jetzt kommt nämlich ein ganz interessanter Punkt, ich finde es ja cool, dass sich Gedanken darüber gemacht wird von dem Herrn Scheuer, dass er sagt, ja, diese Roller sollen auch für Personen, also Kinder ab 12 Jahren nutzbar und erlaubt sein. Super Sache. Anders schaffe ich ja keine Akzeptanz für so etwas Neues, dass sie das auch in 5 oder in 10 Jahren benutzen. Vielleicht fangen sie auch ein bisschen was frickeln an, tunen ein bisschen, machen die Kisten ein bisschen schneller, wie wir alle mit dem Roller und mit dem Mofa und alles früher angefangen haben und uns natürlich dahin entwickelt haben, wo wir heute sind. Deutschland ist mit vielen, vielen Diplom-Ingenieuren und Bachelors of Engineering und Masters of Engineering natürlich eine sehr, sehr gute Ingenieurs... Ja, wie sagt man,
Gesellschaft oder whatever. Das fällt ganz stark weg, meines Erachtens nach, wenn man sich jetzt die Automobilindustrie, diese aktuelle Entwicklung anschaut. Weg vom Verbrennermotor und hin zur E-Mobilität, weil man da gar nicht mehr so viel machen kann. Und genauso auf der anderen Seite noch ein viel krasseres Thema, dass das Ganze mit dem Tuning-Bereich natürlich wirklich sehr, sehr stark reglementiert wird mittlerweile in Deutschland, sodass viele Leute gar keine Lust mehr darauf haben und sagen, ich mache da nichts mehr selber dran, das ist mir alles zu heikel, ich kriege da nur Stress mit der Polizei. Und diese Leute, wo wirklich ein Talent vorhanden ist, so ein bisschen Schrauben, Frickeln, Rumbasteln, bisschen Tuning, Motortuning machen, das wird nicht gefördert. Das wird dadurch nicht mehr gefördert und dadurch haben wir meines Erachtens ein ganz großes Problem in den nächsten 10 bis 12, 25 Jahren circa, sodass wir dann nicht mehr diesen Nachwuchs haben, der jetzt aktuell wirklich so 30, 40 Jahre alt ist in meinem Alter und gerade so in das Berufsleben oder schon ein paar Jahre drin ist und dort sehr gute Sachen entwickelt und weiter forscht. Das haben wir dann bald nicht mehr. Das ist eine große Gefahr, wie ich finde. Ja, und dann geht's weiter. Für Roller mit bis zu 12 km/h möchte der Herr Scheuer das nämlich Ganze durchsetzen. 12 km/h, überlegt euch mal, laufe ich schneller? Läuft ein 12-Jähriger schneller? Vielleicht nicht so lange, aber er läuft sie schneller. Und genauso fährt er auch mit seinem Fahrrad doppelt so schnell, problemlos. Und auf jeden Fall, laut Professor Dieter Müller, Verkehrsexperte auf seinem Gebiet, sagt nämlich, dass das Ganze illegal wäre. Laut der Straßenverkehrsordnung und so weiter. Und das ist ein ganz großer Prozess. Das ist relativ kritisch, das Ganze irgendwie einfach jetzt so versuchen durchzuboxen. Das wird gar nicht so funktionieren. Und dann als nächsten Schritt hat der Herr Scheuer auch vorgeschlagen, ab dem vollendeten 14. Lebensjahr sollen schnellere Roller erlaubt werden. Ist genauso fraglich, weil man müsste eigentlich so eine Prüfbescheinigung haben, sagt nämlich hier irgend so ein Gesetz, sagt auf jeden Fall dieser Professor Dieter Müller dazu. Weiterhin möchte der Herr Scheuer das nämlich auch, dass Roller mit bis zu 12 km/h auch auf Bürgersteigen erlaubt werden. Und das ist, jetzt kommt nämlich aber die Krux an der Sache, das ist aktuell soweit bei den meisten Rollern technisch gar nicht möglich. Technisch habe ich so gelesen, ist ein Zitat hier vom Fokus und wird halt gesagt, dass das technisch möglich ist. Das wage ich zu bezweifeln. Mit einem Software-Update ist das garantiert möglich. Die Frage ist, ob es eingehalten wird und ob von jedem noch so kleinen Hersteller aus China das Ganze umgesetzt wird, ist halt die Frage. Ja, und genauso gibt es aber auch wirklich eine negative Seite von diesem ganzen Thema, wo ich dann auch verstehen kann, dass man es nicht auf dem Bürgersteig macht. Deswegen sagt ihr mal, seid ihr dafür, dass die auch auf dem Bürgersteig fahren? Oder meint ihr, wäre doch zu gefährlich oder man muss sich einfach ein bisschen gegenseitig aufpassen? Ne? Also, Verbot von E-Tretrollern auf Bürgersteigen in Wien. Nachdem 200 Unfälle im Raum Wien in 3 Monaten vorgefallen sind, Roller sind von jetzt an Fahrrädern gleichgestellt, so ist es in Wien, also müssen sie auf dem Radweg fahren. Finde ich, ist ein ganz interessantes Thema. Als nächstes habe ich dann noch eine Nachricht rausgesucht, das ist auch ganz interessant, wie ich finde. Für den Dieselskandal, ein zuständiger Stuttgarter Richter, ist als befangen bezeichnet worden oder ja, wie genau man die Formulierung jetzt ausübt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gilt er als befangen und darf im VW oder überhaupt im Dieselskandal nicht mehr als Richter tätig sein. Und da gab es schon 2 Instanzen vorher und jetzt in der 3. Instanz wurde das endgültig so entschieden. Bei den ersten beiden wurde für ihn entschieden, bei der 3. jetzt gegen ihn in Anführungsstrichen, wenn man das so richterlich oder rechtlich ausspricht oder aussagt. Und dazu hat ganz klar geführt, dass der Richter für befangen erklärt wurde, da seine eigene Frau VW verklagt, weil sie einen betroffenen VW Diesel fährt mit dem EA189 Motor, genauso wie auch meine Freundin in dem Polo drin hat. Und dementsprechend wird das Ganze jetzt auch insoweit geändert. Bislang hat der Richter diese Verfahren alleine geführt und jetzt ist es so, dass nun bearbeiten dies 3 Berufsrichter. Das heißt, das ist jetzt aufgeteilt worden. Und ich sag mal ganz ehrlich, so eine komplette Unvoreingenommenheit kann man nirgendwo gewährleisten. Das ist so meine persönliche Meinung. Das habe ich bei einem Schiedsrichter, das habe ich bei einem Richter und was weiß ich sonst wo. Ist ja auch menschlich. Das ist ja völlig normal und legitim, weil von diesen 3 Berufsrichtern wird der eine bestimmt auch einen Nachbarn haben, der betroffen ist und der dem dann sagt, ja Mensch, da bin ich ja auch unzufrieden. Vielleicht wird er das schon beeinflusst, das weiß man nicht.
ne, das ist natürlich auch nicht leicht für so einen Richter, weil er ist auch nur Mensch und denkt sich dann, ja, ich kenne aber den Karl-Heinz, der ist auch betroffen. Keine Frage, ganz klar. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da faire Urteile entstehen, dass da alles richtig abläuft. Das ist mir ganz wichtig, ganz klar, dass da die Schuldigen wirklich belangt werden. Und dementsprechend nehme ich diese Chance hier gerne als Möglichkeit nochmal, um ein wenig Empfehlung hier auszusprechen an der Stelle, nämlich für die Kanzlei Baumreiter und Kollegen in Düsseldorf ansässig. Wer von euch ein betroffenes Dieselfahrzeug hat, geht gerne unten auf den Link diesel24.de auf die Webseite drauf, tragt eure Daten dort ein, ihr habt das Formular nochmal verkürzt, nochmal überarbeitet, könnt jetzt einfach kurz alles eintragen, die überprüfen quasi für euch, ob das Fahrzeug betroffen ist oder nicht. Und danach bekommt ihr eine Antwort, dann könnt ihr euch mit denen unterhalten, könnt auch abklären, wie das mit der Kostenübernahme ist, Rechtsschutzversicherung oder auch nicht, ob ihr es privat tragen wollt und wie eure Erfolgschancen überhaupt aussehen, diese Klage anzustreben. Und meine Freundin klagt jetzt auch gegen VW mit ihrem betroffenen Dieselfahrzeug, dem Polo, und darüber berichte ich ja auch hier in diesen Videos. Dann habe ich hier noch ein Update zum Thema Herr Winterkorn, der ja mit anderen Managern zusammen verklagt wird, weil er angeblich, muss man noch sagen, das ist noch nicht rechtskräftig hier, das ist ja alles noch ganz in den Kinderschuhen, diese Verhandlung, dass er gewusst hat, dass Abgasmanipulationen vorliegen, bevor die US-Behörden sie enthüllten. Und das wäre ein ganz, ganz krass großes Stück, wenn das wirklich sich als wahr betitelt oder bezeichnen wird oder rausstellen wird, sorry, da, das soll es heißen. Denn es sieht jetzt aktuell so aus, schreibt nämlich hier die Süddeutsche, 4 Kronzeugen, die bereits gegen Martin Winterkorn ausgesagt haben, sollen nun vor Gericht bezeugen, dass der ehemalige VW-Manager schon von den Abgasmanipulationen wusste, bevor die US-Behörden sie enthüllten. Das wäre schon eine krasse Nummer. Den Vorwürfen zufolge hat Winterkorn sich gegen eine Offenlegung des Betrugs entschieden und gehofft, die Gesetzesverstöße verschleiern zu können. Also bewusst. Ne? Des Weiteren, in der Zwischenzeit habe VW weiterhin schmutzige Dieselautos verkauft. Die Kronzeugen sind teilweise langjährige VW-Mitarbeiter, die selbst beschuldigt werden. Ja, wie man das aus dem Fernsehen kennt, da versucht der eine einen anderen reinzuhauen, in die Pfanne zu hauen, weil er einen Deal kriegt, weil er eine Strafmilderung bekommt oder ähnliches. Das haben wir im Fernsehen oft gesehen, dass es gang und gäbe. Das gibt es auch bei der deutschen Justiz, keine Frage. Hört und liest man immer wieder von, dass dann halt ein bisschen kürzer die Strafe ausfällt. Ja, Freunde, dementsprechend, es bleibt weiter entspannt, kommen immer wieder krasse News rein. Bleibt auf jeden Fall treu diesem Kanal. Vielen Dank für so viele neue Abonnenten in der letzten Zeit. Klingelt gerne an der Glocke, wenn ihr es nicht getan habt. Lasst ein Abo da und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.